Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die, Alpha 13.8, immer noch mit dem üblichen Verdächtigen, Schutzgröße, gleich einmal Wodan und Serdibidi. Es geht weiter, wir ziehen den nächsten. Ey, ich mal eine gute Frage, ziehen Sie nach Osten oder nach Südosten? Nee, nach Süden, also die rechte Spur würde ich nehmen. Nehmen jetzt die Armbrust. Die rechte Spur. Das ist die linke. Ja, Bruder, ich kriegst du gleich wieder. Das ist die linke. Hat jemand eine zweite Shotgun beinehmen? Ich kann dir nur meine geben. Nee. Ach, benutze die? Ja, die benutze ich immer. Ich habe da leider nichts dran verändert, weil ich habe eine Long Barrel. Und wenn wir nochmal so... Aber sie ist wärmer als sonst. Ist gut. aber wenn wir nochmal hier, wie heißt das? Ein Shotgun. Rein informativ. Mann, rein informativ. Was ist denn? Wir haben 18.30. Ja. Und wir laufen. Ja? Und wir laufen. Und wir dann haben wird's nicht... mal jetzt ganz spannend. Okay. Oh, ich mach schon mal Spikes. Oh Gott, was ist denn mit ihr? Was? Mit wem? Mit mir? Nee, mit der Frau, die vor mir liegt. Habt ihr mich gerade angeschossen? Nein. Nein, ich hab den Zombie erschossen, der jetzt gerade auch wieder vor dir aufsteht. Am Arsch, ich hab ihn im Rücken geschossen. Krass. Habt ihr das gesehen, wie er da stand? Auf die Knie. Da ist Papier drin, das kann gesteckt werden. Wer hat schon Papier-Intus? Lauf zurück kannst und nicht, ihn. Kannst du ich nicht habe die Federn und die Rohre einfach scrappen? Ach so, kann ich machen, ja, klar. Hier ist Pistolenparts drin. Wie geht's gut? Becky? Ja? Ah, ich nehme mit einem Pistolenreceiver in lila. In lila? Mhm. Receiver in lila? Warte mal, was ist der Receiver? Pistolenreceiver, oder? Ja. Mhm. Selber. Grab ist ein Receiver, ja. Irgendjemand ist abgekommen. Wo ist das hier? Wenn die ist hier? Nee, nee. Serendipity ist nicht hier. Ach, verdammt. Serendipity musste zurücklaufen und das Papier holen. Serendipity übersteuert auch, wenn sie permanent ins Mikrofon schreit. Ja, haha. Fragt euch mal, warum? Ich glaube, Serendipity ist heute nicht ganz bei der Sache. Warum reden wir immer in dritte Person? Warum, Wodan? Warum redet Wodan immer in der dritten Person? So. Die Sonne geht blutrot unter. Nimm mal schon mal Holz mit. Das ist ein Vorzeichen für die Crew, die einsam durch Neviskane streift. Am Arsch, Neviskane, haha. Natürlich, dieses Gebiet heißt immer Neviskane. Ist mir egal. Ich wollte einfach nur mal motzen. Motzi, Mabuse. Oh, guck mal, unser... Oh, ist das für ein Haus? Was denn jetzt? Ist das ein Haus? Krass, ja. Ein Wasserwerk. Ein Huhn. Ja, wie cool, das können wir auseinandernehmen. Oh, das Huhn hat sich dematerialisiert, nachdem ich mit... Super, ein Wasserwerk ist geil. Guck mal, da haben wir doch gleich eine sichere Stelle. Ja, okay, absichern. Go. Mia, so viel Tränen vorher vergossen, dass wir das wird nicht schaffen werden. Ein Wasserwerk. Ja, das ist einfach nur so ein laut genug. Das schaffen wir doch. Wasserwerk ohne Tanke dahinter. Noch besser. Ich friere? Achso, weil ich die Klamotten an die Frau abgegeben habe. Guck mal, hier steht ein Auto, was fantastisch ist noch. Oh, hier schreit was. Warte, wo ist er? Ich sehe sie nicht. Krieg keinen Motor. Ich höre sie, ich sehe sie nicht. Krieg keinen Nisch drauf. So, ihr könnt hier drüber springen. Dann denn, drüber springen? Ja, so. Ja. Und Kopf weggeschossen oder so. So viel Scrap, eigentlich könnte man. Hat ja das Gras durch gekühlt oder gewärmt? Na toll. Gekühlt. Warum rennst du nochmal da durch? Was macht denn ihr? Ihr hört euch so komisch an. Oh nein! Gesprungen. Und ich. Ich bin schon im Geländer. Seid ihr auch schon im Geländer? Im Geländer. Im Geländer. Warum denn nicht? Also ich bin hinter der Mauer. Wenn hier Zombies kommen, die müssen erstmal durch die Mauer durch. Hier vorne sind, Woodframes, ja, ich weiß. Genau, okay, gut. Ich wollte nur gesagt haben. Keiner weiter reinkommen. Pass auf. Irgendwo war doch hier eine Klappe an der Mülltonne, wo man... Nee, sie hat ja Woodframes hingestellt. Ich habe Woodframes hingestellt. Ihr könnt rein. Wo man unterirdisch rein konnte in das Gebäude, ohne die Tür. Ja, das musst du aber hier. Okay. Achso, musst du irgendwo außen auf so eine Art Parkplatz sein. Hier, wir können hier aufs Dach. Gehen wir aufs Dach? Jupp. Hallo, hier hinten geht das Dach. Wir haben einen wunderbaren Keller. Hier, ich kann auch die Tür durchhauen. Die Frau mit Tür durchhauen. Das ist. Hat sich durch die Tür gebackt, die Tussi. Ich nagel die da jetzt fest. Da, geht raus. Raus. Das Ding geht nicht auseinander. Raus. Was? Das Haus? Oh ja. Ja, es fällt auseinander. Geh weg da. Alles weg da. Auseinander. Geh weg.
Oh Gott, wo soll ich denn hin? Komm raus da. Einfach nur ein bisschen entfernt. Alles fällt. Oh, ich sehe es auch, 19 FPS. Bei mir fällt gar nichts. Ja, nee. Das ist ganz langsam. Bist du drin? Nee. Sogar der Baum. Krass. Ich hab das gerade gestellt, alles fällt durch. Dann oder nicht jetzt? Hier. Ja. Ich stehe hier. Oh Gott. Oh Gott, ich hab's überlebt. Also ich höre es aber fallen, glaube ich. Tut mir leid. Was hast du gemacht? Bruder hat nur so ein bisschen. Wie immer. Ihr wisst doch. Bist du jetzt fertig mit Fallen? Ja, ja. Mit das ist nur Fallen? der äußere. Der Zwang abzusichern. Der äußere Asphalt ist eingestürzt. Irgendwie. Also kann ich hier reingehen, ohne dass mir was passiert, ja? Oh mein Gott. Jetzt ist im Prinzip der erste Stock das Dach. Okay. Ja. Ja. Okay, ich mach mal eine Kiste, damit wir. Was machen wir jetzt hier, Bruder? Dann brauchen wir nicht mehr absichern. Jetzt brauchen wir nicht mehr absichern. Aber hier ist dir gar nichts eingefallen beim Haus. Nee, müssen wir außen gucken hier. Mach nichts kaputt. Halt hier. Nee, meinst du? Die beide drin, oder? Was machst du jetzt? Naja, ich wollte jetzt wenigstens hier eine harte Kante basteln, weißt du? Damit die nicht hochkommen gleich. Ja, genau. Wir lassen uns die hier weghacken. Das ist doch halt soll ich die Kisten nach draußen stellen? Ja. Falls hier was einbricht. Hier hinten fehlt alles. Und du sagst noch, hier ist nicht eingefallen. 21 Uhr, Mann. Abwehren. Ja, komm, lass uns aufs Dach gehen. Komm, Kinders. Okay, jetzt hören wir auf. Fallen die nicht runter? Dann Dipti? Ja, ich komme. Komm mal bitte an den Ausgang. Mach unten, du bist da. Unten drunter, komm hier hin. Ich bin hier. Ja. Hier. Achso, da drunter. Die Mülltonne. Ne? Und dann. Ja, das ist eine gute Idee. Ich hab gedacht, wir können hier in der Hütte bleiben und die Dinge auseinandernehmen. Wo soll ich hin? Auf die Mülltonne? Ja, das will ich mal wenigstens hier. Dann hoch die Leiter. Okay. 2000, bist du nicht dort, doch da. Oh, abgestürzt. Meine Spitzhacke ist gleich weg. Mädels? Ja. Kommt mal raus, ich komm da nicht hoch. Am Bodensee. Warum? Wieso nicht? Ich mach hinter uns einfach Spikes. Was ist denn dein Problem? Spring einfach gegen. Ich komme. Nee, es geht nicht. Das geht ja nicht. Hier kommt die Leiter nicht. Ja, 2134, ich soll rauskommen, ist dein Ernst? Ja, aufs Dach, dachte ich. Ja, aber warum denn? Warum können wir denn nicht unten ins Haus gehen und das auseinandernehmen? Weil die Stabilität gefährdet ist. Ich habe einen Magnum-Parts in grün. Ich habe übrigens den Eingang gefunden, den versteckten. Zu meinem Glück. Oder was macht denn ihr? Ich mach gar nichts. Oh, ich bin runtergefallen. Okay. Da ist der Punkt. Sollen wir zu euch kommen? Nee, alles gut. Also alles gut. Ich bin jetzt unten im Bunker sozusagen hier drin. Wir kommen runter, ich hab 30 Grad. Ich brauch mal Feuer brauch ich mal. Mach wenigstens hier ein bisschen. Wir sind noch so Toolkisten, ne? Die habe ich da hingestellt an die Mauer. Dann komm mal mit. Nein. Achso. Die man noch holen kann. Kannst du mal die Frames wieder hernehmen? Was? Die Frames da wegnehmen? Ich hab keinen Platz. Ja, komm. Wow. Guck mal, ich hab an die Mauer habe ich zwei Kisten gestellt, da kannst du dich reinmüllen. Wo? Draußen an der Mauer. Hier. Hier sind zwei Kisten. Wo? Hier. Aber warum? Falls die Hütte einstürzt, damit die Kisten nicht kaputt gehen. Warum? Aber warum? Oh. Bist du noch unten drin? Ja. Seid ihr unten drin? Ja. Ich bin auf dem Dach. Ey, ein bisschen hart, ey, Mia. Das ist echt ein bisschen gemein auch. Dass du mir so hart saß, dass du. Die war offen. Okay. Aber das stört dich nicht. Bei mir stand locked, meine ich. Ich glaub, es hat. Da brauchst du nicht. Also, jetzt ist es leer. Ne? Echt? Ja. Aber. Wieso auch so eine Kiste durch? Was ist los mit euch? Oh, ein Kaliber! Oh, the mess! Nice, dude. Sehr, sehr nice. Kann ich nicht justieren. Schaufel wir mal weg. Was ist mit dem Magnum? Brauchen wir uns irgendwann mal eine Magnum? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich bin der grüne Magnum-Part. Was hast du für ihn? Ich auch. Magnum-Part? Ja, dieses, Dachte ich.
Nee, habe ich nicht vorgesehen. Magnum Frame steht hier. Kann ich überhaupt das Ding assemblen? Kann ich ihn aber nicht. Türen los. Geht bei dir die Tür auch so schief im Raum? Ja. Na, da geht's. Hier noch, nee, doch, da ist nicht mehr drauf, oder? Nee, ah, doch, bitte. Geht nach draußen. Das ist so doof, halt zu machen. Das ist ätzend hier. Diese Hütte, die kostet einem so viel. Geht aber. Ja, gut. Ja, so 30 habe ich noch ungefähr. Ich habe gerade 24. Die geht so hoch, oder? Die ist locked. Ihr macht ja alles im Arsch, ne? Das ist so, als wenn ihr richtig wütet. Ahnenkletterer. Nee. Jetzt hier an hier nach oben. Muss doch irgendwo gehen. Oder siehst du falsch? Antwort. Fragezeichen? Antwort. Fragezeichen, Ausrufezeichen, was? Geht's hier auch irgendwo nach oben? Das ist noch so eine Kiste. Oh Mann, ich komme nicht vorbei, weil hier alles eingestürzt ist. Schaut jetzt von mir nicht wieder hin. Bist du dein Maul, ja. Wenn wir sag mal, muss da noch oben gehen. Da oben ist da noch Stuff. Wir müssen da hochbauen. Oh, du bist jetzt die Treppe hochgegangen? Wäre ich, ja. Oh, hier ist ja alles eingebrochen. Uiuiui. Du kommst aber die Treppe hoch. Du musst über Eck laufen, dann geht's. Grad hier, ich brauche mal dringend ein Feuerchen. Oder einen Parker, ich habe einen Parker für dich. Ja, das klingt auch gut, warte, ich komme mal runter. Zack. Da bin ich. Hinter dir. Hier. Nee. Danke. Ich mache jetzt aber trotzdem mal ein Feuerchen. Oh nein, ich habe nur drei, doch da. Brauchen wir die Kabel eigentlich für irgendwas? Ja, für... Ich habe 26 Stück. War das für die Stromleitung, die sie eingepatcht haben mittlerweile? Genau, nicht. Was für Stromleitung? Was? Ich hab den Gang da oben gefunden. Genau, nicht. Nein, die brauchen wir für Moped. Ich hab noch 7 Kohle dabei. Wer möchte sich aufwärmen? Ich könnte ihn warm rubbeln. Oh nein. Ich verzichte, danke. Warum denn? Voll nett von ihm. Das hätte aber ich voll auch sagen. Das hat schon ein bisschen, ne? Okay. Oh Gott, oh nein. Irgendwann. Ich schaffe es noch. Was denn? Oh mein Gott. Da ist ein kleiner Lapsus passiert. Wir werden alle sterben. So, jetzt sind wir hier und sind wir sicher, oder was? Keiner kann uns was? Das Erste. Echt? Ich denke. Sollen wir ein bisschen Alarm machen jetzt? Nias, wie ist es bei dir? Alles okay? Ja, alles gut. Bleiben wir mal auf. Ich hab mal ein bisschen Drogen drin ziehen neben dir. Naja. Ja, am Feuer. Hab hier ein Feuerchen gemacht. Oh, lecker, lecker. Sieht cool aus irgendwie mit diesem Bauarbeiterhelm. Guck mal, machen wir ganz kurz. So, und dann da und dann in die Hocke und... Das ist irgendwie mein Lieblingsmotiv. Jack beim Saufen. Jetzt hast du diese Axt gerade im Screenshot. Du siehst in die Augen um, siehst du auch nicht besonders fit aus, Digga. Oh, okay, du siehst super aus. Ich geh mal mit dem fit sein. Deswegen hat Wodan eine Brille auf übrigens. Ja, dauerfit. Ja. Jetzt hältst du mir diesen Bogen hoch so. Als wäre eine Axt ist, oder? Ja, genau, Keule. Er nimmt es praktisch in der Hand, als würde es einfach nur transportieren. Lass uns ihn studieren. Oh. Weiß nicht, ich hab ein bisschen Schiss, dass die. Haben wir hier irgendwo eine Horde? Das aus deinem Mund. Ja, stimmt. Ah, da hinten machen sie es. Machen sie sich gemütlich. Sniper Jack. Sniper Jack. Oh ja, da kommen ganz schön viele. Meine Fresse. Falsche Pistole. Oh je. Was passiert?
Okay, mal auf. Mal auf. Mach wieder zu. Und geh weiter wieder zu ihm. Das ist geil, wie er weggeschossen. Oh Gott! Hast du mich jetzt erschreckt? Alter! Er ist tot, Mann! Ein bisschen Spannung ins System bringen, ja. System? Immer aus dem Weg. System? Meinst du, das hat Methode? Wie sagen? Kommen hier alle durch, ja. Mir, Roland, du hast sie angelockt, ne? Ja, klar. Mhm. Ich bin undetected. Die hängen jetzt hier unten ab. Drei Krankenschwestern. Gut. Das ist ein Hühnchen. Kein Alkohol. Doch relativ. Hund, Hund. Komm her, Hund. Bei dir unten? Nur ein toter Hund, das ist ein guter Hund. Wackelt noch, Alter. Wackeldackel. Es war ein Wackeldackel, es war gar kein Hund. Das war kein echter Hund? Nee. Mach ich das jetzt mit rauskommen hier? Soll ich hier ein paar, Nein, alles gut. Blöcke. Danke. Es tut mir wirklich leid, aber ich muss rein. Ich habe 28 Grad. Ja, dann. Dann mach guck, doch mal, unten in den Lockers. Da gibt's doch was zum Anziehen. Ja, da ist ein Hell. Ist auf jeden Fall so eine Wollmütze. So eine ist, Wollmütze. Schon mal Wunder. Genau, guck mal da und hier. Minuten, Mann. Hm. Ich glaube, über mir steht direkt ein Zombie. Du musst ja oben inner sein. Das Feuer ist aus. Wie schade ist das denn? Ah, hier. Hier außen ist er. War ja. Da ist unten im raus? Krater liegt er. Ist ja, ob ich jetzt will. Ich will nicht. Ich habe mich dazu entschieden, das nicht zu wollen. Rauszugehen? Jedenfalls nicht. Jetzt kommt hier ein Spider. Ja. Nee, ist er nicht. Jetzt ist er tot. Aber die machen doch nichts mehr, die Spiders, oder? Was? Die machen nicht? Die klettern schön. Die ganz eklig am Laufen, wie ich finde. Das macht mir schon was. Mann, Bruder, du hast hier echt ein Aschefeld hinterlassen. Oh, Crossbow Exploding Bolt hier. Hallöchen, Popöchen. Crossbow Exploding Bolt, okay. Wie war das? Weniger 30? Also 5 Grad haben wir? Nicht gut. Oh, da ist noch jemand. Hier liegt noch jemand totes. Der wurde schon gelootet, schade. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Nein, nein. Wo seid ihr? Seid ihr denn? Sehe ich sogar. Boah. Jumping Jack Flash. Ich sehe ihn da hinten rumspringen. Ja, das war die Nacht, ne? Das war die Nacht. Das ist ja eigentlich noch gar nicht, also, aber. Ah, hier, das Auto ist komplett, das kannst du abbauen. Jo. Ja, Motor und Batterie sogar, beides. Nice. Nice. Batterie ist gut. Kann man noch eine Leuchte machen? 136er Motor, nee, 80er damit Batterie. Damit machen wir noch eine Leuchte. Wir brauchen kein scheiß Moped. Brauchen wir nicht, brauchen wir ein Moped. Die Kisten übrigens, die sind gelockt von dir. Zum Moped fahren, Mann. Wir müssen eine Crew sein. Was schießt du? Ja, am Arsch. Ich fahr doch kein Moped. Dann würde ich gerne Mucke anmachen. So, bad on my highway. Looking for my. Jeder Gang macht schlank, Leute. Ich bin böse, aber irgendwann erschieße ich sie. Das war doch, das ja, war doch schade, jetzt, dass wir schon am Ende einer Folge sind. Ja. Das war jetzt ja, zum Glück habe ich ja die Hosen an. Das glaubst auch nur du. Glaubt ihm nicht, dass er die Hosen anhat. In Wahrheit trägt er Böcke. Du kannst jetzt nur beweisen, in den letzten 40 Sekunden rübergessen, ihn in der Grumasch erlegt. Du provozierst es auch, kann das sein? Die Zeit läuft. Ja, verstehe. Na gut, ihr Lieben, wir sind am Ende einer Folge von Seven Days to Die in der Alpha 13 8. Ich komme bei der 14. Das war auch mal Ausflug, dann nächstes Mal weiter und wir fahren dann einmal hoch. Ja. Tschüss. Arme hoch. Arme hoch. Ciao.